sehr gespannt auf Jump Rope, ja. Aber wie schnell schafft er es, diese Vlog hochzuladen, Bruder? Hat er den im Stadion gecuttet? Mit KI? I did, okay, KI. John Broke, ich will nicht wissen, was hier abgeht. Ihr habt im Titel schon gelesen. Ich hoffe, es steht nicht im Titel, aber ich glaube, wir sind rausgeflogen. Was soll ich euch sagen? Das ist mein Gefühl. Hakan Çalhanoğlu spielt heute nicht, er ist gelb gesperrt. Ich weiß nicht, ob wir mit einem Stürmer spielen werden. Und gegen Österreich habe ich sehr viel Schiss. Es war eine schöne EM. Die 1 Million Abonnenten haben wir leider nicht geknackt. Das haben noch 30.000 gefehlt. Aber kann man nichts machen. Heute bin ich neutral gekleidet, denn es regnet wie Sau. Schaut euch das an. Also das sind Aufnahmen, die ich im Nachhinein aufgenommen habe. Ich fahre gerade gar nicht Auto. Naja, egal. Die Jungs erwarten mich in Leipzig. Ich fahre jetzt zum Düsseldorfer Flughafen, weil ich diesmal fliegen werde und keine Lust habe, mit dem Zug oder Auto hinzufahren. Dann wollen wir mal. Es ist immer noch Juni. Alter, wann hört es endlich auf zu regnen, Alter? Eieiei, ich bin schon lange nicht mehr geflogen. Aus welcher Stadt kommt Jumbroke? Gladbeck ist NRW, oder? Ich bin gerade im Hotel eingecheckt, weil ich auch sowieso morgen schon hier zurückfliege. Ich zeige euch das hier mal. Sieht ganz bequem aus. Schöne Dusche. Die Dusche werde ich brauchen nach der bitteren Niederlage. Ja, so. Bisschen kochen, bisschen schlafen. Und da vorne werden sich gleich alle türkischen Fans treffen und zum Stadion laufen. Ich mache jetzt noch einen kleinen Powernap und warte auf meine Freunde. Ich bin hier ganz alleine. Hallo, willkommen auf Jan Brooks sein Video. Ich schwöre es euch, er macht... Ich bin ganz alleine. Er hat den besten Döner, ne? So krank. Sein Döner ist so gut. Aber ich find's heftig. Wisst ihr, was ich auch verrückt finde? Dass ein Jan Brooks nicht mal daran glaubt. Geht's? Hallo, willkommen auf Jan Brooks sein Video. Hi, willkommen. Hier ist also das Hotel der Türken, Männer. Ich bin auch Türke. Was sagst du dazu? Da ist sogar der türkische Bus. Wo ist Arda Güler, wenn man ihn einmal braucht auf Thumbnail? Komm, zeig dich. Free Palestine. Können wir uns hier irgendwie reinschmuggeln? Doch, Wallah. Wenn du jetzt dein Ticket buchst, dein Hotel buchst, dann kannst du rein. Naja, es kostet 500 Euro. Dann warte ich lieber. Also, der Bruder hier hat gerade Cenk Abi gesehen. Nicht schlecht. Wir brauchen auch ein Foto mit Cenk Abi. Cenk Abi, gellert, gell? Hol ihn mal raus jetzt. Wenn wir schon mit einer Niederlage nach Hause gehen, dürfen wir die Pizza aus Vapiano nicht vergessen. Und die Tomate. Hey, du hast schon aufgegessen. Naja. Heute drehen wir ein Foto in Leipzig. Vapiano overhated. No cap! Ich meine Damen und Herren. Bereit, Jackson? Yep. Schon mal Jackson. Nope. 10 von 10. Damit gehen wir wieder zurück ins Studio zu Frank Buschmann. Alter, in Leipzig ist nichts los. Wo ist die Stimmung, Mann? Im Stadion. So, wir steigen jetzt in die Bahn. Der fährt wohl zum Stadion. Tote Bahn. Bruder, auch nicht gut, dass das Spiel in Leipzig ist, ne? Quote in Leipzig ist eh schon hoch. Übertreib, mein Bruder. Genau deswegen bist du ein verbitterter Spast. Ein bisschen Humor, ein bisschen Spaß, ein bisschen Haha, Hihi. Du musst doch sicher morgen arbeiten, wieder ein anstrengender Tag. Dann probiert dich hier irgendeiner ein bisschen zum Lachen zu bringen oder dich zum Schmunzeln zu bringen. Nimm doch nicht alles immer so. Ne, immer ein bisschen. Es haben offiziell 5 Leute mitgemacht, 4 Leute waren davon wir. 1, 2, 3. Wir Türken wollen ihn umbringen! Hey Momo, was geht? Hey, was geht ab? Momo, wie viel spielt heute Türkei? 4-2. Also, jetzt riech ich ein bisschen Flashbacks. In diesem Stadion war ich schon mal. Da hatte Beşiktaş gegen Leipzig gewonnen. Mal gucken, was heute wird. Oh, oh mein Wallah, Gott. Mein Ohr ist geplatzt. Wallah, wieder mein Ohr ist geplatzt. Wie viele Stunden ist das vorm Spiel? Wie viele Stunden ist das vorm Spiel? 4? 3, 4 so. So, Bruder, jetzt sind wir wieder zusammen und vereint. Spielprognose. Auf zum Stadion erstmal. Ja, richtig. Ich bin gleich drinne. Ja, mit Tinnitus im linken Ohr. Meine Prognose heute. Ein knappes 2-1 zu Kai. Könnte auch 1-1 Verlängerung gehen. Elfmeter schießen, hab ich auch Bock. Aber ich sag 2-1 zu Kai. Ich ahne heute Böses. 3-1, mein Freund, 3-1! Ich muss sagen,
cooler Eingang. Ich wollte auch gerade sagen, wir sind direkt reingekommen. Ja, wir sind ja drin. Ich kann mich gar nicht mehr so krass erinnern, wie schön das Stadion war. Ich glaube, ich saß damals da oben. Und jetzt werden wir zum ersten Mal unten sitzen. Ich bin gespannt. Dann müssen wir heute nicht den Fernglas auspacken. Endlich. Krass, aber Ding. Ich hab gedacht, es ist mehr Stimmung vorm Stadion los. Also so stimmungstechnisch war jetzt nicht so heftig. Du musst gegen Holland ins Stadion, wird sogar in Berlin gespielt. Ich kann leider nicht vorkommen, mein Bruder. Bro, ist Leipzig. Ja, Bruder, ich hab doch nicht eure Mutter beleidigt. Und ich hab auch nichts gegen Türkei gesagt. Ich habe lediglich gesagt, dass ich mir etwas vorgestellt habe. Das ist nicht drauf. Das ist nicht, ist nicht so passiert. Tamam, meine Vorstellung geplatzt. Okay. Endlich! Heute haben wir gute Plätze, aber wir wurden wieder verarscht. Ich dachte, wir sitzen bei der Ersatzbank, aber wir sind bei der Presse gelandet. Also Can, ich bin zum ersten Mal glücklich in meinem Leben. Weißt du, was ich gesehen habe? In. Digga, da ist einfach eine Fahne, da steht Isparta, Digga. Isparta auf die Einzige. Sag dir ehrlich, das Stadion ist schon geil. Das Stadion ist sehr gut. Allein der Rasen, guck mal, wie geil der ist. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Normal muss man sich absprechen und alle Türken sollten rot tragen. Alle Türken rot tragen. Wir sprechen uns ab. Haben die ja versucht. Ach so, Österreich aber auch rot. Ja, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Also, ich find's halt so, wie soll ich jetzt sagen, schon ein bisschen dämlich, wenn du zu dem Spiel mit Fener, Gala oder Besiktas-Trikot kommst, so. Oder ich komme ja auch nicht mit einem Deutsch. Also ich würde jetzt bei. Ist auch voll dumm finden, wenn einer mit beim Deutschlandspiel mit einem Augsburg-Trikot kommt. Bruder, hä? Das nenne ich Champions League-Rasen. Champions League-Rasen? Ja. Okay. Du bist Österreicher, wa? Viertel Österreicher. Was ist der Spielstand heute? Wie schließen wir ab? Leider 2-1 für Österreich. Leider 2-1 für die Türkei. Leider. Leider. Ja, wollen wir mal gucken. Ich denke mal, der Beste wird gewinnen. Auf ein gutes Spiel. Ja, danke. So sieht's danke aus. Krank. Den Jan irgendwie sein Beirat. Wir haben doch gerade den Bree aufgenommen mit der Glatze, ne? Ja. Gerade ein Abi schickt ein Bild. Er hat neu frisch gemalt. Die Österreicher machen auch gut Stimmung. Und sobald die Stimmung gemacht wird, der Klassiker wird hier drüben gepfiffen. Endlich kann ich die Spiele auch mal sehen, Alter. Sehr gefährliche Männer, die beiden. Ich hab Angst vor denen. Jetzt sind wir Nachbarn. Ja, ins Fernsehen. Österreich und Türkei vereint. Ja. So, heute sind wir zu viert unterwegs mit Breidi und Jupp, heute für die Türkei. Guck mal. Guck mal, was machen die zwei? Was machen die zwei? Sind die nach der Arbeit ins Stadion gegangen? Ja, ne, das Deutschland-Trikot habe ich eh immer drunter. Können wir uns mal die Türken anschauen, oder nicht? Bruder, die sind zu 1.000.000% reich. Soll ich euch sagen, warum? Erstens haben die das Deutschland-Trikot, das Originale nicht von Check24. Zweitens, mit extra Flock, mit extra Beflockung. Bruder, 55 mit irgendeinem Name, irgendwie so Tagesficker. 55 Sass, warum? Ah, ja, okay. Oh, verrückt. Und jetzt schießt du hier und der steht da. Ja, ich hab schon gecheckt. Viele Fans muss sagen, aber jetzt kommt's erst. Wir sind umzingelt von den Österreichern. Genau, überall. Hey! Jetzt sieht es gut. Letztes Spiel war ja nicht so gut, aber jetzt kommt! Voila, 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 voila. Ja. Danach eine schöne Dönermaultasche mit Schaf und Knoblauch. Bruder, das sind Zivis. Das kann mir doch keiner erzählen, das sind doch Zivis. Hey. Jupp, dreht durch! Geile Heimat! Geil! Geile Heimat! Zivis, ja. Das könnte unser letztes Video aus dem Stadion sein! Jupp, schau mal, die schönste Flagge! Ja, die schönste Flagge! Oh.
go! Oh. Ecke! Ecke! Ich will einmal in meinem Leben ein Eckbatter sehen! Einmal in meinem Leben! Nur einmal in meinem Leben, bitte! Wie geil, wie lustig ist, dass sie sagen, ich will einmal in meinem Leben ein Eckballtor sehen und das ist Ironie des Schicksals. Das ist so krank. Digga, wie lustig ist das? Kennt ihr das? Es ist immer so krass schwer, diese Emotionen auf Video zu so wahrzunehmen, wie sie in echt sind. Weil im Stadion ist sowas nochmal ganz anders. Aber ich glaube, da hat es richtig gekracht, wo dieses Tor gemacht sind. Aber man muss halt auch sagen, die Zivis machen ihren Job gut, ne? Nur Zivis, ja. Boah, das war krass. Das war krass. Der hätte auch reingehen können, ne? Boah, das hätte... Ey, mit dem... Mit so einer Aktion. Ich weiß nicht, ob er die Ecke wirklich so schlagen wollte, ob der ausgerutscht ist. Boah, das war verrückt. Digga, Allahum, was war das? Hat die Welle erfahren, wie das, ja? Wir sind im Urteil hier, Mann. Das ist das erste Mal, dass wir im Urteil sind. Das ist auch ein Österreicher. Also da hätte Österreich das 1-1 machen können. Elfmeter sage ich, welches? Das hier? Ehrliche Meinung. Ich schwöre es euch, ich habe schon Elfmeterentscheidungen gesehen für viel weniger. Mich hätte es nicht gewundert, wenn ein Schiedsrichter die Pfeife in den Mund nimmt. Ich glaube, ich hätte es jetzt nicht unbedingt gepfiffen, aber gab schon mal sowas. Weil gespielt, Bro, ja, alles gut. Mods, macht mal eine Abstimmung. War doch mit Check. Du verstehst nicht, was ich gerade meine. Digga, Allahum, was war das? Hat die Welle erfahren, wie das, ja? Wir sind im Urteil hier, Mann. Das erste Mal, dass wir Unterteil sind, das ist ein anderes Spiel. Erste gelbe Karte. Die türkische Mauer steht. Sehr gut, sehr gut. Schieß! Oh mein Gott. Ich sag, und das sage ich wirklich mit 1.000.000%, ich bin richtig froh, dass dieser Ball nicht reingegangen ist. Warum? Bruder, ihr habt doch schon gewonnen. Ja, nee. Ihr habt doch gewonnen. Aber Bruder, wenn Arda Güler dieses Tor morgen so macht, dann sind wir alle im freien Fall. Bruder. Ja, das ist ja nicht mal... Ey, dann ist morgen frei. Ob dir dein Arbeitgeber frei gibt oder nicht, scheißegal, du nimmst dir selber frei.
Argumentation, Chef Arda Güler. Ja. Der Arda-Feiertag, so. Oder dann ist Olaf Scholz wirklich für einen Tag Olaf Güler. Und alle werden zu Olaf Abi sagen. So, so wird das sein. Olaf Güler. Ja, ne. Und uns werden auch so voll viele Instagram-Namen werden gewechselt. Du siehst Ali Güler. Du siehst Matt Güler. Zweite Ecke, zweites Tor. Ist genau auf. Stell dir einfach vor, das 2-0. Stell dir einfach vor. Oh, Kuhn war so gut. Guck mal die Aktion von ihnen. Die fand ich so gut. Guck mal, wie er verteidigt. Bab. Bab spielt. Geht. Bab. Unser Abwehrchef, Digga, du geile Sau. Du Wand! Darf doch nicht so alleine stehen, Mann, bitte. Ja! Junge, Sakalına kurban be, bıyıklarına kurban be. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Hat er irgendwas so gesagt mit Junge Meckermann nicht oder so? Ich öffne mich für den Schnurrbart so. Wille, was sagst du, hat Österreich für den ersten Sieg gefehlt? Die erste Halbzeit. Die erste Halbzeit hat so viel Euphorie, so viel Selbstbewusstsein und so falsche Signale geschlagen, dass du da das Spiel verloren hast, Bruder. Wenn, stell dir vor, du bereitest dich 2 Tage auf ein Spiel vor, du gehst die Taktik, die Standards von Türkei durch, dann spielst du 3 Minuten und kassierst ein Standardtor und liegst 1-0 hinten. Da fragst du dich auch, in welchem Film bin ich hier gerade, Bruder? Das frühe Tor war ein ausschlaggebender Punkt. Das frühe Tor hat alles verändert, 100%. Nee. Wenn Jupp Nein sagt, dann glaub ich an Jupp. War eine Minute, ne? Habe ich 3 Minuten gesagt? Ja, Jungs, bitte. Der ein oder andere ist gerade aufgestanden. Tut mir leid, natürlich 1 Minute. Was nehme ich mal raus? Bleib sitzen, Jungs, bleib sitzen. Ich fasse es nicht. Es steht zur Halbzeit 1-0. Wenn wir das bis zum 19. Minuten noch so schaffen, sind wir jetzt mehr weiter. Allah Mugel. Das wäre die schlimmste 5-Minuten meines Lebens. Die zweite Halbzeit beginnt. Jetzt dürfen wir nicht das schnelle Tor kassieren, sonst gehen wir baden. Türkei! Junge. Ich weiß nicht, ja? Diese Zivis, Bruder. Fußballmannschaft spielt, es regnet, du führst 1-0. Es gibt nichts Besseres im Leben. Das stimmt. Nein. Oh mein Gott, wenn er das auch drauf hat, wie krank ist das? Dann netz ihn, komm. Gute Flanke. Aber wisst ihr, was ich bei dem Tor so krass finde? Oder wie ist Demiral da hochgesprungen? Ich habe das nur in der Zeitlupe gesehen. Er hat sich unglaublich hochgeschraubt. Wirklich. Also wirklich, das war Turkish Airlines. Er ist hochgestiegen wie eine 1. Das muss ich ihm geben. Ohne Wenn und Aber. Er ist hochgegangen. Bap. War richtig heftig. Hat mir, also, boah. Selten so einen Spieler so hochspringen sehen.
Also gar nicht lustig. Ah, krass. Tor 2-0, Arda Netzi, komm. Gut und danke. Danke. Boah. Wirklich stark. Wirklich stark. Die haben die davor Raki gesoffen, ja? Entweder das oder die waren in ihrer Jugend in Auslandsjahren in der Türkei, Bruder, in Istanbul. Oder, nächste Theorie ist, kann sein, sie machen bald Urlaub wegen den Haaren in Türkei und gucken jetzt schon so wie ein bisschen, wie die funktionieren, so, ne? Wie die Türken reagieren auf gewisse Sachen. Ob die gewisse Muster haben und so, ne? Türkische Frauen, nee. Miri, zwei Tore! Wenn wir jetzt nicht weiterkommen, spring ich am Dach! Es gibt nichts Geileres auf der Welt. Junge, ich liebe einfach Fußball. So schnell kann's gehen. Und schon wieder ein Eckballtor. Jetzt ist gut. Ja, jetzt gar nicht gut. Jetzt gar nicht gut. Haben wir das Tor aufgenommen? Leider nein. Wir haben gerade das Zerhetz passiert. Eckballtor. Oh Gott, das Ding, wir würden uns gut freuen, Jungs. Jetzt sind wir noch 35 Minuten Eier geschwitzt. Jetzt wird's eklig. Das war die Phase, wo Türkei kaputt war. Du sollst noch 20 Minuten weitergehen, so. Na bitte? Ach, Chat, muss ich lohnen. Hä, warum rot? Mit LKW? Oder kann sein? I-Tüpfelchen wäre, wenn ein Flugzeug irgendwo landet. Er hat den Vogel abgeschossen. Bruder, was hast du denn gemacht? Und der mit LKW, ganz crazy Scheiß. Ganz, ganz, ganz crazy. Hätte ich niemals gedacht. Digga, Jungs, bitte, deckt einfach. Mary, du Sau. Ja, sorry, wusste nicht, nee. Mann, leg dich 15 Minuten lang hin, bitte. Hand. Wie sollen diese letzten 10 Minuten umgehen? Sag mal bitte. Harte Jungs, ja, harte, ja. Wie kriegen die das denn immer hin, dieses Buch? Ja! 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 Wichtige 10 Sekunden! Das Spiel soll jetzt abgewinnen, werde ich gar nicht mehr! Bitte, bitte, mach gut! Walla, ist das Diagra, Bruder? Die Aktion für mich unverständlich. Verstehe ich nicht. Realitätsfern. Nein!
Auch wenn es abseits war. Guck mal, ich check. Auch wenn abseits war, einen. Aber scheiß mal drauf, ob abseits war oder nicht. Du musst die Aktion trotzdem so zu Ende führen, weil wir wissen alle, am Ende Videoassistent kommt und sagt, war kein Abseits. Du musst die Aktion ausspielen. Du musst. Klar, wir haben diese TV-Bilder, etc. Wir sehen das alle. Aber trotzdem, ausspielen. Das muss er, das wäre Nackenschlag gewesen. Raus, raus, bitte raus. Bitte raus. Ja, mein Ausländer. Pfeif ab! Bitte pfeif ab! Das ist so krass, wenn er das... Ey, die Parade. Fendi, bitte! Fendi raus! Fendi raus! Fendi raus! Hoho! Boah! Brutale Parade. Hey, Foul! Wisst ihr, warum die Parade so krass ist? Weil er gerade in der Bewegung nach, von ihm aus nach links ist und dann diese Hand nach oben macht. Ich bin kein Torhüter, aber ich glaube, jeder Torhüter weiß, wie krass schwer es ist, gegen die Laufrichtung nochmal seine Hand so hoch zu bekommen. Also der Kopfball war, alles war richtig gut gemacht. Also, war wirklich... Ich weiß nicht, ob er den nochmal so halten würde. Hey, Foul! Bap. Oh mein Gott! Mert! 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 Oh mein Gott! I love you, brother. But Dwight, please, pfeif ab, man! Pfeif ab, bitte pfeif ab. Hey, gib mal einen Schub. John, gib mal einen Schub, bitte. Hey, deck den doch. Wieso decken wir den nicht? Kannst du dich ansehen? Stark. War kein schöner Fußball, finde ich. Bruder, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Der eine findet mich hübsch, der andere findet mich hässlich. Genauso kann es bei dir auch sein.